Und wie bereits letztes Mal gibt es auch diesmal wieder Musik. Und obwohl ich versprochen habe, dass wir uns ansehen werden, was genau ihr denn macht, wird das leider erst im nächsten Video spielen. Vorerst müssen wir nämlich einen Teil seiner Basis einreißen. My Elf, we've got to move quickly. Illidan is weaving a spell that is splitting apart the roof of the world. We must... Wait. Where is Tyrande? I'm sorry, Shondo, but the priestess has fallen. We aided a band of Alliance warriors against the undead. The priestess fought valiantly, but I saw her torn apart with my own eyes. Torn apart? Tyrande, my heart. I should have been there. You can still avenge her, Shondo. Let us attack Illidan together. He is the reason we even came to this forsaken place. He is the reason for your loss. Shondo, this is Prince Kael'thas, the ally I spoke of. Greetings, great druid. My scouts have confirmed that this Illidan and his vile snakes are based at the ruined city of Dalaran. They are using a gem-like artifact to perform some strange ritual. They must be using the Eye of Sargeras. But why would they strike at the roof of the world? It doesn't matter. They won't live long enough to finish their spell. Illidan must be stopped once and for all. Jetzt kommen wir weiter. Also nach dieser starken Ansage werden wir den natürlich Folge leisten und uns darum kümmern, dass wir Basis da im Norden, im Nord, Nordwesten mal prima einreißen. Die Mission könnte man auch länger spielen. Also man hat hier seine eigene Basis. Ich spule jetzt wieder mal vor, weil es im Moment im Prinzip nur Vater-Basisaufbau stattfindet. Okay, das gibt uns nur einen Seitenquest, wo wir Paladine befreien können, die eben im Nordosten sich befinden. Das lassen wir gemütlich aus. Bauen lieber unsere Katapulte und begeben uns gleich in die Basis des bösen Illidans. Und nachdem jemand in die Comments geschrieben hat, dass Illidan doch eh toll ist und gut ist, ja, das stimmt bis zu einem gewissen Grad. Er mag zwar hier jetzt gegen Northrend vorgehen mit einem wie auch immer gearteten Spruch, allerdings macht er das nicht, weil er so gut und toll ist, sondern weil seine Meister ihm das anschaffen. Und wer sein Meister ist, kann man sich ihn entweder hier noch in der nächsten Kampagne oder in World of Warcraft genauer ansehen. Das ist nämlich nicht unbedingt der netteste Typ. Wir müssen hier noch kurz zurück in die Basis, weil hier ein Angriff kommt, der Nager. Zwischendurch ist mal eine Stufe aufgestiegen und wir nehmen den Giftdagger, also den Giftdolch, den sie hat. Und wir schauen natürlich zu, dass wir den Turm hier nicht verlieren. Nachdem der Angriff abgewehrt ist, gehen wir natürlich weiter rein. Wir verwenden dieses Mal auch eine neue Einheit, will ich nicht unbedingt sagen, eine Einheit, die es schon länger gibt, aber die in der Klassik-Kampagne nie zur Geltung gekommen ist, und zwar die Chimären. Das sind so fliegende, zweiköpfige Drachen. Die schießen Blitze. Also die sprengen kein Feuer, sondern eben Blitze. Warum das genau ist, weiß ich leider nicht, aber ist auch schön. Und die locken wir die Gegner natürlich an. Und die brauchen wir speziell gegen Ende der Mission für einen Spezialauftrag. Deswegen werden sie auch so verwendet. Das sind halt quasi die fliegende Artillerieeinheit. Nachteil von große Reichweite, machen herb viel Schaden. Halten uns auch gut was aus, sind aber extrem langsam. Und hier bauen wir auch das Gebäude, wo wir die Chimären rekrutieren können.
Our warriors have engaged the enemy. Man sieht schon mit den mit Katapulten geht das alles etwas einfacher. Die Nagereinheiten können übrigens durchs Wasser gehen, also sie schwimmen natürlich dann, aber man kann sie einfach ohne irgendwie in ein Schiff packen zu müssen oder anders irgendwie behandeln zu müssen, einfach durchs Wasser schicken und sie watscheln da durch. Das wird auch noch ganz lustig werden. Das werden wir gut gebrauchen können. Sonst, wie gesagt, die Mission ist eigentlich auf etwas längere Zeit ausgelegt. Eben, dass man die Paladine befreit und die einem dann schön helfen, die gegnerische Basis einzureißen. Wir haben natürlich, wie immer, keine Zeit. Wir haben doch keine Zeit, wie Stefan Rabe immer zu behaupten wagt. Deswegen lassen wir die Paladine in Ruhe. Wir forschen ein paar Upgrades. Und gehen gleich auf Jagd nach Illidan. Hier haben wir noch unsere Einheiten. Die Basis teilt man sich quasi zur Hälfte mit den Menschen. Also mit Keltas Basis. Research finished. Wirklich wichtig ist der Umstand in der Mission nicht. Aber es ist ein nettes Feature, weil man eben auf seine Basis nicht ganz alleine aufpassen muss und nicht nur auf seine Basis aufpassen muss, sondern am besten auch auf Keltas Basis schauen sollte. Wir bauen ja als Einheiten noch nicht wirklich intelligent, hauptsächlich unsere Chimären. Vogeldroiden, Stone Giants und Bogenschützinnen, das wird sich herausstellen als nicht wirklich praktikabel. Während wir dann. Oh, hier kommt schon Illidan. Wir werden dann umsteigen hauptsächlich auf Chimären und Stone Giants, die dann am meisten aushalten und am längsten wirklich Schaden austeilen können. Hier schießt dann schon alles auf Illidan und das dürfte er auch hoffentlich nicht mehr lange aushalten. Er macht schon gut Schaden, also hält auch ganz gut aus. Wir haben hier auch zwei kleine komische Flugeinheiten mit, das sind sogenannte Fury Dragons, also Feendrachen. Die sind auch in der Kampagne nicht wirklich nützlich. Sie sind dafür da, um gegnerische Zaubereinheiten, um ihren Schaden anzurichten und sie am Zaubern zu hindern. Das ist nicht wirklich. Also im Multiplayer haben sie durchaus Verwendung. Im Singleplayer werden wir sie leider nicht brauchen. Zumindest wüsste ich nicht. Oh, da fallen Sachen herunter. Zumindest wüsste ich nicht wann genau. Also vorerst einmal, falls wir sie noch brauchen können. Ich werde natürlich genauer darauf eingehen, was die können und warum und wieso was toll ist. Wir forschen für die Chimären dann später auch noch ein Upgrade, dass sie mehr Schaden an Gebäuden anrichten lässt. Das ist so ein grüner Schleim, den sie dann ausschießen. Und ansonsten schießen sie halt auf den normalen Medium Blitzen und machen dort angenehm viel Schaden und das ist ganz gut so. Wir stehen hier dann schon fast vor dem Punkt in der Basis, wo es interessant wird, also wo wir dann quasi seine Nageinheiten dazu angewiesen hat, den Spruch auszuführen. Allerdings müssen wir bis zum nächsten Video warten, bis wir da wirklich reingehen. Wir zerstören dann noch ein paar Gebäude vorher und direkt im Norden liegt schon das eigentliche Hauptziel.
Ich glaube, nachdem hier jemand gestorben ist, das Video ist gleich zu Ende und wir müssen noch unsere Maiev retten. Und der eigentliche Angriff und was das für Auswirkungen dann hat auf die Story, dass wir ihn dann daran hindern, dass er seinen Spruch ausführt, das gibt es erst im nächsten Video. Und bis dahin heißt es warten und nachher wieder einschalten. Insufficient gold. Justice will be done.